Hier kommen wir nicht mehr hoch. Keine Ahnung, Chloe, lass uns mal kurz quatschen. Vielleicht, wenn wir uns unterhalten, dass du mir einen Tipp gibst. Now that's a serious door. Where's Gandalf when I need him? Was? Some numbers look faded, so I just have to get lucky. Also muss ich einfach. Einige Ziffern sind verblasst. Ah, warte mal. 2 4 7. Oops. Aber die hatten wir bad schon. Code. 4 2 7. Wrong code. 7 24. You can do it, Max. You locked it, dumbass. Some numbers look faded, so I just have to get lucky. 7 24 was nicht 7. Es geht mir echt hier auf den Senkel. Ständig dieses Spiel abrasselt, ne? 7 22. Oh, no. Auch nicht. It didn't work. Ist auch nicht. Ich habe gar keine 7 dabei. 5. Ja, 2. Oh, yes! I thought that only worked in the movies. Einige Nummern sind verblasst, die 7 nicht, aber die nimmt. Ah, Sesam, öffne dich. Los geht's. Oh, ist da noch ein Keller hier, Schatz. Stocked and ready for the apocalypse. This must have cost a fortune. Come on. Was ist das hier? Chemielabor oder was? Ah, ganz schön viel Schrauben mit drin. More survivalist supplies. Water supplies. It's like in David's garage bunker. Look at these cans. David must shop at the same store. Brief. Whoa. This says it all about Nathan. He needs help. Nach über 5 Jahren der psychiatrischen Behandlung Nathans habe ich den Eindruck, dass ich die Arbeit mit ihrem Sohn abbrechen muss, da sie meine ziemlich ernsten und unmittelbaren Vorschläge zur Bewahrung seiner Gesundheit und der anderer Person ignoriert haben. Das Ausmaß von Nathans Problem ist ihnen wohl bewusst, aber ich denke, sie weigern sich, die Rolle zu akzeptieren, die sie in seiner mentalen Gesundheit spielen. Ohne ihre Unterstützung kann ich Nathan nicht behandeln. So ist es ganz einfach. Ich fürchte, er entfernt sich noch weiter von der Realität, auch wenn er umgänglich erscheint. Sie haben meine Bitten um ein Beratungsgespräch mit Ihnen und Ihrer Frau ignoriert. Also muss ich annehmen, dass meine Dienste nicht weiter benötigt werden. Unabhängig davon sorge ich mich um Nathan und glaube, er braucht dringend Hilfe. Wenn Sie mit mir über diese Angelegenheit zu sprechen wünschen, bin ich jederzeit so erreichbar. Dr. Jacoby. Okay. Kleine Irre, ne? Klebeband. Duct tape in a bunker is always a bad sign. Okay. I guess Nathan needs the most expensive printer in the world. Oh, that son of a bitch. Bauunternehmen Howard Rogue. Stormbreaker Bunker. Kostet Voranschlag 1,3
als 1.350.650. Sean Prescott. Die Fotos machen einem ja schon Angst. Talk about tortured. Nothing about Rachel here. Nothing about Rachel. Okay, jetzt ist schon mal gut. Benutzen nochmal gleich. Alter, was stimmt mit dem denn nicht? Was ist falsch mit ihm? That's an original signed illustration. Fits perfect in here. Da ist ein Schrank, da ist noch ein Schrank. Ich hab ein Fotostudio hier unten oder was? Megan, was? Lynn, Kelly, Rachel. Come on, let's see what this shit is all about. We are. Okay, a binder marked Victoria, but it's empty. Look, the next one says Kate. Oh no, Kate. No. God, I should have killed that bastard back there. Kate wasn't the first. All those binders are filled with other victims. Victoria has to be next. Nathan must be planning to dose her tonight at the Vortex Club party. Rachel. This can't be... Ah, Spiel, das ist jetzt eine ganz doofe Stelle. These are all post shots, right? Right? Chloe, look at her face. She's out of it. Maybe Nathan paid her a shitload of cash to do this. She probably would have. I don't think so. Why is he putting her in the ground like that? Where? The junkyard. Max, we have to find that spot now. Then we can see what he did. There's no way she's dead. No way. She posed for those pictures, Max. I know it. Please, let's go. Warte mal, wir sind noch nicht fertig hier unten. Oh my God. Rachel, Kate, all these files. This place actually... Ah, the Apocalypse Entertainment System. I've never seen so much pricey equipment before. So who's using this fancy tripod? These newspapers are all about Rachel and Kate. Somebody likes their whiskey. Needles. Gross. This must be the crap that Nathan gets from Frank. This picture is framed different. Rachel is awake and fucking furious. Rachel is passed out and she has something in her mouth. What happened to her? This shot is so staged. I can't believe it's real. I can't. Okay, dann halt. Was bist du? Oh yeah, school suspension is a deal breaker in the Prescott family. Hat mich Dr. Wells, Direktor, nicht Dr. Direktor Wells, hat mich informiert, dass du aufgrund verdächtiger Aktivitäten im Vorteklubs deinerseits suspendiert wurdest. Ich wollte dich nur wissen lassen, dass du erneut Schande über die Familie gebracht hast. Ich habe dir alles gegeben, was du hier wolltest, in die Blackwell Akademie und andere Dinge, die wir hier nicht erwähnen werden, eingeschlossen. Aber nichts ist je gut genug für dich. Du bist immer noch mein Sohn und ich will, dass wir unser Schicksal erfüllen. Dieser Tag drückt
schneller heran, als dir bewusst ist. Also sei bereit, diese Verantwortung zu schultern. Dies ist meine letzte Warnung. Was für eine Verantwortung. Da ist eine Notiz, die gucken wir uns an und dann gucken wir mal in den Rechner rein. What is going on between Nathan and his father? Ich hab dir gesagt, ruf mich nie von deinem Handy aus an. Nur von den Wegwerfhandys aus, die ich dir gegeben habe. Ich will nicht, dass du meinen Namen öffentlich rausposaunst, was du idiotischerweise schon mal getan hast. Ich habe all das nicht in die Wege geleitet und meine Weisheit geteilt, damit du es mit deiner jugendlichen Wut versaust. Wir können zusammen eine Menge erreichen, aber du musst dich von mir leiten lassen. Oder du bist auf dich allein gestellt. Okay, gucken wir uns den Rechner an. Let's see what's in here. Oh my God. No. Da ist aber einer böse krank. Na, ist so spät. Ist komplett abgerasselt hier, oder was? Chloe, slow down! Wait for me! I know exactly where I'm going! Look, this is it. Are you gonna help me, Max? Hey. Chloe, stop. Look. Please, no. Oh, that smell. Rachel. Oh. I see two moves. I hope Nathan enjoys his last party. Chloe, we can go right to the cops. We have proof. Fuck the police. Rachel wanted us to find her. So we could get real justice. And revenge. The Prescotts have had this coming for 100 years, and nobody is gonna get in my way. Especially with your help. Right?
I'm with you to the end, Chloe. You know that. Look at the outline. I can't tell if they're different. What is that? It can't be two moons. Jesus, Chloe, look up at the sky. Impossible. Beautiful. I don't give a shit. The world is ending. Cool. You're not listening. Something major is going down. That's right. Nathan Prescott is going down. Welcome to the end of the world, ladies. I'm glad you decided to escort me. You look really good, Warren. Are you all right after today? I'm glad you stopped me. Nathan is dangerous. Where is he? I didn't see him at the dorm again. I was held up in my room. Dude, have you been drinking? Well, if you consider half a beer drinking. Let's go, Max. Hey. I know this is a bad time, but can I get one picture? I've been feeling like this might be actually the end of the world. Gut, aber wir hatten ja gerade einen Safe Point. Ich glaube, für diese Aufnahme war es das dann erstmal. Dann machen wir weiter. Und sehen beim nächsten Mal. Wie Chloe ihn wohl erschießen wird. Danke, dass ihr dabei wart. Es war ein harter Turn. Ich dachte echt, wir finden Rachel, aber okay. Ja, danke, dass ihr da wart. Vergesst das Abonnieren nicht. Daumen hoch, Kommentar. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.